Hallo, ich bin's wieder, Tanja. Ich mache heute mit euch ein kleines Workout auf der aufgerollten Matte. Diesmal beginnen wir direkt schon am Boden. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Los geht's. Wir knien mit dem rechten oder linken Bein auf der Matte. Den Fuß könnt ihr hinten ruhig absetzen. Das andere Bein zur Seite neigen. Die Arme kommen Richtung Decke. Und wir neigen uns nach außen und wieder zur Mitte zurück. Neigen. Sehr gut. Sehr schön. Noch viermal. Vier. Zurück. Oh, drei. Zurück. Zweimal noch. Zwei. Zurück ein letztes Mal. Neigen. Wir öffnen die Arme, die gleiche Übung nochmal. Wir neigen. Zurück. Neigen. Vielleicht schaffst du es mit deiner Hand fast bis zum Boden zu kommen. Und zurück. Neigen. Die letzten vier. Vier. Zurück. Drei. Zweimal noch. Zwei. Und der letzte. Und wir bleiben direkt tief. Stützen uns einmal ab. Und wir heben das Bein mit an und es geht hoch, ab, hoch, ab, hoch, ab, hoch, ab, hoch, hoch, hoch. Wir halten einmal oben und ziehen nochmal klein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Noch einmal langsam. Hoch, ab, hoch, ab, hoch. Sehr schön. Die letzte. Vier. Drei. Zwei. Halt noch einmal oben. Noch einmal klein. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Komm zurück zur Mitte. Nimm deine Hände an den Hinterkopf, an die Ohren und wir neigen noch einmal. Seit. Und hoch. Und seit. Und hoch. Seit. Und hoch. Seit. Und hoch. Sehr schön. Seit. Und hoch. Viermal noch. Vier. Und hoch. Drei. Und hoch. Langsam dürft ihr es etwas in der schrägen Bauchmuskulatur spüren. Und ein letztes Mal. Tief. Und hoch. Sehr gut. So, wir kommen einmal mit beiden Knien auf die Matte. Versucht mal eure Füße vom Boden anzuheben, euch auszubalancieren. Nimm die Arme ruhig mit nach vorne. Schön die Spannung halten. Ihr könnt mal nach rechts und nach links schauen. Und ihr könnt etwas wackeliger halten. Sehr gut. Nehmt eine Hand tief in den Daumen. Und mal in Achten. Sehr gut. So, jetzt verfolgen wir mal mit dem Blick unsere Achten. Ihr werdet merken, es wird wieder etwas wackeliger. Spannung in der Rumpfmuskulatur. Vier Kreise noch, oder vier Achten. Drei. Zwei. Und Pause, sehr schön. Von hier aus gehen wir direkt in den Vierfüßlerstand. Zieh deine Schultern zurück, Bauchspannung, dein rechtes Knie bleibt auf der Matte, das linke Bein strecken wir nach hinten. Achte darauf, dass deine Schultern über deinem Handgelenk stehen. Dein Becken ist gerade, eine schöne Schulterbrücke, Bauchspannung. Von hier aus geht's hoch und ab, hoch und ab, hoch und ab, hoch, hoch. Etwas langsamer. Sehr gut. Viermal noch. Drei. Zwei. Komm hier aus, halten hier und wir beugen und strecken das Bein. Beugen und strecken. Beugen und strecken. Beugen und strecken.
lächeln. Denk nochmal an die Bauchspannung. Viele. Vier. Drei. Zwei. Und wir halten nochmal gestreckt. Nur halten. Schau jetzt, dass dein rechtes von deinem rechten Bein dein Fuß angehoben ist. Versuch es zu halten. Nimm den rechten Arm mit nach vorne und halte. Dann zieh dich schön aus, Rumpfspannung. Wenn es zu schwer ist, setze den großen Zeh auf. Ansonsten versuch die Spannung zu halten. Super. So, versuch jetzt nochmal mit deinem gestreckten linken Bein nach außen und zur Mitte. Außen, zur Mitte. Außen. Super. Vier Männer. Drei. Zwei. Und nur halte. Die letzte. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Lösen. Komm einmal zurück. Kurz entspannen. Und richte dich wieder auf. Schultern zurück. Okay, wir beginnen mit der anderen Seite. Alles nochmal von vorne. Dein rechtes Bein ist auf der Matte. Links ist zur Seite gestreckt. Arme öffnen. Und wir neigen uns. Seite. Sehr gut. Deinem Oberkörper, dein Leib an der Seite. Und die letzten vier. Vier. Zurück. Drei. Zurück. Zweimal noch. Zwei. Und das letzte Mal. Stützen uns noch einmal ab, halten wir wieder und heben unser Bein an. Okay, von hier aus kommt nur das Bein. Hoch, ab, hoch, ab, hoch, ab, hoch, 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 hoch. Vier noch. Drei. Zwei. Und wir bleiben hier. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und nochmal langsam. Hoch, ab, hoch, hoch, hoch. Die letzte. 4, 3, 2. Und nochmal klein. Und man merkt es wieder etwas im Gesäß. Und Pause. Okay, von hier aus kommen wir wieder in den Kniestand. Schultern kreisen nochmal zurück. So ein fester Stand, praktisch Kniestand auf der Matte. Versuch deine Beine anzuheben und dich erst einmal auszubalancieren. Halte. Nimm deine Arme einmal mit nach vorne. Und halte. Schau einmal zur rechten Seite. Und zur Mitte und zur linken wieder zurück. Und zur Mitte. Sehr schön. Nimm jetzt einmal deinen linken Daumen und wir malen wieder achten. Jetzt versuchst du einmal mit deinem Blick den Daumen zu verfolgen. Ist es etwas schneller, ist es schwerer, ist es langsamer, ist es leichter.
Letzte Runde. Und lösen. Komm von hier aus in den Vierfüßlerstand. Wieder fester Stand. Deine Schultern stehen über deinen Händen. Wir nehmen das linke Bein nach hinten. Von hier aus geht es hoch, ab, hoch, ab, hoch, ab, hoch. Auch der Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. Der Bauch ist angespannt. Versuch ruhig dein rechtes Bein von oder dein rechten Fuß vom Boden anzuheben. Hoch, ab, hoch, ab. Spann den Bauch mit an, Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Hoch, ab, hoch, ab, hoch, 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 hoch. Die letzten acht, acht, sieben, sechs, fünf, vier noch, drei, zwei. Und halte. Von hier aus. Beugen, strecken. Beugen, strecken. Beugen. Versuch dein Knie auf Gesäßhöhe zu halten. Ja, gut. Beugen. Wenn es so anstrengend ist, kannst du zwischendurch deinen Fuß aufsetzen. Sehr gut. Viermal noch. Drei. Zwei. Halt an Bein gestreckt. So, hebe deinen Fuß nochmal an deinen rechten und den Arm mit dazu. Ja, schön ausbalancieren. Wenn es geht, nochmal den Fuß nach außen und innen. Außen. Super. Vier. Zweimal noch. Und ein letztes Mal. Und nochmal halten. Acht, sieben, sechs, gut. Vier, drei, zwei und Pause. Einmal nach hinten setzen. Sehr gut. Okay, von hier aus setzen wir uns auf die Matte. Ich zeig's mal seitlich. Ich glaube, man kann die Übungen am besten erkennen. Wir richten uns einmal auf. Lass uns einmal hin. Mobilisation der Wirbelsäule. Und einmal aufrichten. Und Runde. Okay, wir bleiben hier. Beine sind geöffnet. Wir tappen einmal zwischen die Füße und nach hinten. Vor. Achte darauf, wenn du nach hinten gehst, dass dein Brustbein streicht. Leg die diagonal Richtung Decke mit. Halten wir hinten. Halten, schön weit hinten bleiben. Ist mein Strahl. Bauch ist angespannt. Hebt den rechten Arm an. Hebt den linken Arm an. Blick zur Decke. Noch ganz kleine Handbewegung. Handflächen zeigen zur Decke. Sehr schön. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und lösen einmal nach vorne runter. Zweite Runde, wir tappen wieder vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück. Bleib beim nächsten Mal hinten, halte, gib nochmal deine Arme nacheinander an. Wenn es geht, versuch dich auszubalancieren und auch deine Beine anzuheben. Kannst du auch mal kreuzen, hast du ein bisschen mehr Spannung. Und noch einmal. Kleine Handbewegung. Ups. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Locker. Und letzte Runde. Öffne noch einmal die Beine. Richte dich nochmal auf. Von hier aus tappen wir nochmal. Hoch. Und vor. Und rück. Vor. Und rück. Bleib nochmal hinten.
schnell. Sehr schön, wir machen die erste Runde, indem wir die Füße noch am Boden lassen. Das ist die etwas leichtere Variante. Wir paddeln einmal rechts und links mit den Armen neben unsere Hüfte, neben unserem Körper vorbei. Wir werden es relativ schnell in der Bauchmuskulatur spüren. Verfolgt es ruhig mit deinem Blick. So, wer noch eine Stufe mehr möchte, hebt die Beine mit an. Und ihr merkt, es wird direkt richtig wackelig. Viermal noch. Drei, zwei und Pause. Einmal nach vorne Runde. Sehr schön. Richte dich noch einmal auf, die Schultern kreisen. Sehr gut. Das war unser Workout auf der aufgerollten Matte. Diesmal mehr am Boden. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei.